Hallo da draußen und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es um meine Neuzugänge aus dem Juni und Juli gehen. Und nur eben kurz vorweg, ihr habt ja mitgekriegt, dass ihr von mir seit Anfang Juni kein Video mehr gekriegt habt. Ich hatte irgendwie die für mich bisher größte Leseflaute von echt geschlagenen 6 Wochen. Und war darum auch echt nicht motiviert, Videos zu machen. Das wird jetzt besser. Und weil ich im Juni aber auch nicht so viele neue Bücher, abgesehen von der Rebuy-Bestellung, für die ihr ja schon ein Video hattet, dann noch gekauft habe und im Juli auch nicht so viele, habe ich entschieden, dass wir das einfach in einem Video abbacken. Und damit wollen wir dann jetzt auch direkt anfangen und ich glaube, wir fangen einfach mal mit den Mangas an. Als erstes habe ich mir im Juni dann noch gekauft Koku Debüt Teil 10 von Kazue Kawahara. Ja, werdet ihr mehr zu sehen im Lesemonat. Zum nächsten Bänden auch, deswegen will ich dazu gar nichts mehr sagen, zumal es auch die letzten Teile einer Reihe sind. Die Rede ist von Obaka-chan von Tsakuri Sato und zwar Teil 5, Teil 6 und Teil 7. Ich fand das besonders süß. Teil 7 ist der letzte und die beiden Jungs, zwischen denen sie steht, haben hier halt jeweils Bye-Bye draufstehen. Das war irgendwie sehr süß. Dann hat mich im Juni noch ein Buch erreicht, das ich vorbestellt hatte, schon vor ewiger Zeit, weil ich das bei Ben von Benjamin of Tomes gesehen hatte und er da total begeistert von war und wirklich sehr geraved hat. Und ich dachte, okay, dann gucke ich mir das mal an. Die Rede ist von Amber Smoke bei Kristen Cast. Wer Kristen Cast nicht kennt, das ist ja die Tochter von PC Cast und die hatte ja mit ihr zusammen die House of Night Reihe geschrieben und das ist jetzt quasi ihr erstes eigenes Buch. Das ist auch echt nicht dick und ich hoffe, dass ich da relativ bald zukomme. Und dann haben mich Ende Juni, da bin ich jetzt tatsächlich nicht sicher, ob es noch Ende Juni oder schon Anfang Juli war, 2 Bücher erreicht, die wir Anfang Mai bestellt hatten. Also mein Verlobter und ich haben die zusammen bestellt. Und zwar sind das die Comicbücher einer Booktuberin, die ich euch auch unten verlinken werde. Und zwar geht es um Grace Buchamineta. Die hat den Channel Texan in Tokyo. Total super ist und sowohl auf dem Kanal als auch in den Büchern beschreibt sie halt, wie es ist, als eine Texanerin mit einem Japaner verheiratet in Japan zu leben. Und dementsprechend heißen Bücher 1 und 2 von ihr auch My Japanese... Oh, no, das ist 2. Das erste ist My Japanese Husband Thinks I'm Crazy und dann die Fortsetzung My Japanese Husband Still Thinks I'm Crazy. Da ich ihre Comics total liebe und auch ihren Kanal schon länger verfolge, hatte ich dann damals einem Aufruf von ihr folgend, ob man nicht die Bücher in seinem Land ein bisschen promoten möchte. Sollte man ihr eine Mail schreiben und dann hätte man das dritte als PDF gekriegt, habe ich. Ich blende euch hier mal das Cover ein. Auch das dritte bereits im PDF-Format gelesen und jetzt bestellt. Wir haben das damals beim Etsy-Store bestellt, die beiden Bücher, obwohl es die auch bei Amazon gibt und irgendwie mit Zoll, keine Ahnung, hat das alles wesentlich länger gedauert, als mir das lieb war. Das Süße ist halt, wenn man die Bücher bei Grace bestellt, kriegt man halt immer noch so 2 Karten dazu. Ich zeige jetzt diese kleine fiktive Figur, die heißt da Marvin, das ist sowas ähnlich wie ein Kaninchen. Und auf der hier steht halt Let's Get Lost in Tokyo Together. Und auf der Rückseite ist eine Zeichnung von Grace mit Thank You. Und auf der anderen steht Follow Your Heart, just, you know, don't be stupid about it. 2 Sachen, denen ich 100% zustimmen kann. So, das waren dann auch schon alle Bücher, die ich im Juni noch gekauft habe. Das hält sich ja für mich wirklich sehr, sehr in Grenzen, auch wenn es diese Rebuy-Bestellung vorher schon gab. Und darum kommen wir jetzt zu den Büchern aus Juli, die ich mir mal eben hier rüberholen muss. So. Das erste ist ein ganz besonderes Buch, weil nicht nur, dass mir mein Verlobter es geschenkt hat. Es ist ein Malbuch. Inspiration Happy Zen. So, das ist tatsächlich ein Erwachsenenmalbuch, aber da sind keine Mandalas oder so drin. Ich suche gerade mal eins, was ich besonders schön finde. Ich glaube, das hier ist gut. Sondern es sind halt mehr so verwobene Muster.
Und mein Lieblingsmuster ist ja tatsächlich dieses mit der Feder. Und es gibt daneben auch nochmal Blanko, wo man das dann selber machen kann. Ich habe da tatsächlich bisher noch nicht reingemalt, obwohl es mir echt in den Fingern juckt. Weil ich im Überlegen bin, ob ich mir nicht die, die ich wirklich zu schön finde für diese Welt, einfach erstmal rauskopiere. Ich bin auch sehr, sehr kritisch, was das bei mir selber angeht. Also selbst so ausmalen, da bin ich dann häufig so, da hättest du eine andere Farbe nehmen sollen oder das sieht nicht so toll aus. Weil ich einfach nicht wirklich künstlerisch veranlagt bin. Schade eigentlich. Dann habe ich mir zwei Bücher bestellt. Ja, die landen eigentlich gar nicht so richtig auf meinem Sub. Das ist eine Reihe, die quasi dieser Haushalt so als Ganzes sammelt. Im Moment lese ich sie aber gar nicht, sondern tatsächlich nur mein Freund. Macht aber nichts, sie sind hier und ich plane ja auch irgendwann eines Tages in nicht ganz so ferner Zukunft da mal zuzukommen. Die Rede ist von Büchern 5 und 6 der Dresden Files. Wir haben da als erstes Band 5 Blood Rites. Und dann Band 6 Death Masks. Ich habe mit Erschrecken dann festgestellt, Wikipedia sei Dank, dass die, ich glaube, 12 oder 15 Bücher schon draußen haben und irgendwie kein Ende ist in Sicht. Ich bin noch nicht sicher, wie gut ich das finde, aber mir wurde nicht nur von meinem Freund, der die Bücher wirklich mit wachsender Begeisterung liest, sondern auch an anderer Stelle versichert, dass sich das total lohnt. Einfach auch, weil der Protagonist Henry Dresden einen ziemlich krassen Humor hat. Ich habe mir jetzt vorgenommen, bis Weihnachten auf jeden Fall noch den ersten zu lesen. Der ist ja quasi auf meiner Book Bucketlist, also in diesen 15 Büchern, die ich lesen möchte. Dieses Jahr noch und hoffen wir mal, dass das funktioniert. So, dann habe ich mir zwei Manga gekauft und zwar, weil die Story interessant klang und weil die aufgrund irgendeines Jubiläums oder was auch immer bei Tokyopop, dem Verlag, günstiger rausgekommen sind. Und zwar ist die Rede von Hyokoi, Band 1 und Band 2. Moment, ich halte euch das mal richtig hin. So. Von Mo Yukimaru. Und es geht dabei um ein Mädchen. Auf diesem Bild sieht man das sehr, sehr schön. Die halt sehr, sehr klein ist. Und die wird ausgerechnet neben den größten Schüler ihrer Klasse gesetzt, der sich ihrer so ein bisschen annimmt und sie immer als das Küken bezeichnet. Und das ist irgendwie alles sehr, sehr süß. Ich habe es noch nicht gelesen, aber einfach die Prämisse klingt total niedlich irgendwie, weil sie verknallt sich dann wohl auch in ihn und er nimmt sie wohl halt nicht so richtig ernst, weil sie ist ja das Küken. So. Dann hat mich ein Rezensionsexemplar erreicht, über das ich mich wahnsinnig freue. Und zwar hat der Piper Verlag mir freundlicherweise von C.L. Taylor Träum was Böses geschickt. Interessanterweise ist das ein Buch, über das ich nicht viel weiß, über das ich nicht viel wissen möchte, bevor ich es lese, aber einfach dieser Klappentext hat mich sofort gehuckt. Der hat gesagt, so Alexandra, das musst du jetzt leider lesen. Tut uns leid, ist so. Der geht nämlich wie folgt. Liebes Tagebuch, ich habe ein Geheimnis. Es zerfrisst mich, es quält mich und niemand darf es erfahren. Niemand. Und das im Zusammenhang mit dem Titel, da fragt man sich doch, was ist da los? Was hat das Mensch-Ding, also er, sie, es, getan, das so schrecklich ist? Wir werden es rausfinden. Und dann habe ich mir zwei Bücher von Neil Gaiman gekauft, weil ich nämlich gesehen habe, dass, also eigentlich war die Geschichte so, ich habe gesehen, dass Gaiman gerade in Zusammenarbeit mit verschiedenen Illustratoren Adaption von Märchen macht, aber Adaption von Märchen mit einem Twist. Also ich weiß zum Beispiel, dass er jetzt gerade ein Buch rausgebracht hat, das heißt The Sleeper and the Spindle. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, was quasi eine Mischung aus Schneewittchen, wenn ich das richtig verstanden habe, und Dornröschen sein soll. Und ich habe keine Ahnung, wie es funktionieren soll, aber die Illustrationen sahen ziemlich cool aus. Dann habe ich mir gedacht, illustrierte Bücher von Neil Gaiman. Und dann schlug Amazon freundlicherweise vor, dass ich dann ja auch Fortunately the Milk von ihm mit Chris Riddle mir kaufen könnte. Und es glitzert. Ich war so begeistert. Nein, okay, ganz so platt bin ich dann doch nicht.
Der Klappentext dazu ist irgendwie auch ziemlich lustig. Der ist so: Mom's away, Dad's in charge, there's no milk. So that saves the day by going to buy some. Really, that's all that happens. Very boring. Yawn. So, also die Mutter, da geht es um eine, ich glaube, vierköpfige Familie. Die Mutter ist irgendwie auf Dienstreise, soweit habe ich das auch schon verstanden. Von den ersten paar Seiten, die man sich bei Schau dir das Buch an angucken konnte. Die Mutter ist weg und so im Weggehen sagt sie noch zu ihrem Mann: Ach ja, und da ist keine Milch mehr, hol noch mal welche, musst du demnächst mal losgehen. Und dann will der Vater eigentlich nur Milch holen und man sieht ihn hier auch mit so einem Milchkarton. Und irgendwie, anstatt einfach loszugehen und Milch zu kaufen, endet das dann wohl in einem unendlichen Abenteuer. Und das ist halt, wie man unschwer erkennen kann, ein illustriertes Buch. Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, es ist ein Bilderbuch, aber die Illustrationen sind hier schon sehr, sehr interessant, weil die sehr viel Raum einnehmen. Das muss man ganz klar sagen. Und das finde ich auch wissenschaftlich interessant, weil da ist dann ja tatsächlich die Linie zwischen ein bebilderter oder illustrierter Roman. Da ist es ja so, dass die Bilder eigentlich einen ornamentalen, also einen schmückenden Charakter haben. Wenn man aber ein Buch hat, wo quasi auf jeder zweiten Seite ein seitenfüllendes Bild ist, dann ist das schon eher etwas, was an ein Bilderbuch erinnert. Ich würde also sagen, das hier ist so quasi dazwischen. Und abgesehen davon, dass ich die Geschichte total abstrus finde, weil der Vater dann wirklich durch so ein Fantasyland reisen muss. Und darauf bin ich schon sehr, sehr gespannt. Und das werde ich auch ganz, ganz, ganz bald lesen. Und wer von euch die anderen Videos guckt, die heute noch online kommen werden, der weiß auch wann. Twist, ich habe euch gesagt, es kommen noch mehr Videos. Und quasi das letzte Buch, was ich mir im Juli gekauft habe, beziehungsweise mich im Juli erreicht habe, war heute ist schon der 1.8. Das ist alles, was ich heute kaufe. Ist okay. Das ist nämlich schon ein Augustbuch. Ja! Ist noch ein Neil Gaiman Bilderbuch, bebildertes Buch. Seht ihr, da ist es. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Und zwar hat er das mit Chris Grimley gemacht und das heißt Dangerous Alphabet. Da geht es um diese beiden Geschwister und um das Alphabet. Die sollen nämlich das Alphabet lernen. Und gehen dann auf so eine Reise und tatsächlich ist auch immer der Buchstabe vom Alphabet, bei dem sie dann angelangt werden, der ist immer quasi der erste Buchstabe des ersten Wortes, der diesen Abschnitt einleitet, wenn du so willst oder wenn man so will. Also A fängt zum Beispiel an, A is for always, that's where we embark, also wo es halt mit der Reise losgeht. Und ja, die Illustrationen sind halt echt ein bisschen gruselig, finde ich teilweise. Also nicht für mich, aber so für die Zielgruppe, der man ja Bilderbücher allgemeinhin gerne zuordnet, sind die bestimmt. Nicht ganz so. Sind nicht so fröhlich. Sagen wir das so. Also ich habe mir extra zwei ausgesucht, die sehr, sehr unterschiedlich sind. Fortunately, the Milk ist halt sehr, sehr fröhlich und sehr bunt und sehr ha und Fantasy-Welt und so. Und The Dangerous Alphabet ist halt, also auch schon von den Zeichnungen her, ist alles wesentlich grauer und so. Aber dazu werde ich euch noch ganz, ganz, ganz viel mehr sagen, wenn ich sie dann endlich gelesen habe. Und das war es jetzt tatsächlich auch für mich. Ich muss mal gucken, wie viele neue Bücher das bedeutet, dass das sind. 10, 10, 12, 14, 15. Okay, 15 neue Bücher, 2 Monate finde ich okay. Ich habe mich schon schlechter geschlagen, ich habe mich auch schon besser geschlagen. Ja, wie gerade schon gesagt, sorry, dass eine Zeit lang hier Funkstille war. Jetzt wird hier wieder regelmäßig was passieren. Versprochen. Fingers crossed, dass das auch funktioniert. Und was das mit der Leseflaute genau auf sich hatte, das erzähle ich dann in meinen Lesemonaten. Genau hier der Hinweis, nicht wundern, es kommt auch wieder ein doppelter Lesemonat für Juni und Juli dann online. Das hatten wir aber letztes Jahr schon. Irgendwie sind das so meine Monate, wo ich so ein bisschen rumslacke. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und dass ich euch zum nächsten Video wiedersehe. Und freut euch schon mal drauf, was es mit Fortunately the Milk auf sich hat. Ich sehe euch dann zum nächsten Video. Ciao!